Hey, mein Name ist Tom und das ist Fluchtwagen Vans and Trucks. Heute mit den 10 coolsten Nutzfahrzeugen, das und mehr nach dem Intro. Ich habe mir die 10 aufregendsten und interessantesten Nutzfahrzeuge herausgesucht. Und heute möchte ich euch alle 10 vorstellen und wenn euch dieses Video gefällt, würde es mich irrsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet und mir helft, die allerersten 100 Abonnenten zu erreichen. Das wäre doch mal eine mega coole Aktion. Also, unten den Abonnier-Button drücken und los geht's. Starten wir mit Platz Nummer 10, Rivian R1T. Was soll an der Reichweite von Elektroautos eigentlich so schwer sein? Der amerikanische Rivian mit 4 Radnabenmotoren fährt mit einer Ladung seines 180 Kilowattstunden Akku-Packs 600 Kilometer weit. Netterweise reißen den 5,5 Meter Pickup dabei insgesamt 800 PS in nur 3 Sekunden auf Tempo 100. Die Produktion startet bereits im Oktober 2020. Der Rivian R1 ist eines der spannendsten Elektrokonzepte im Nutzfahrzeugbereich. Man muss auch sagen, er wird schon seine Euronchen kosten, aber stellt euch mal vor, der Postler bringt euch in Zukunft mit einem Rivian mit 800 PS die Post vorbei. Das wäre doch mal eine ziemlich coole Aktion. Platz Nummer 9, ein Klassiker, VW Amarok Aventura. Auf den ersten Blick 285 PS starker deutscher Pickup-Klassiker mit 3 Liter CDI 6-Zylinder-Motor. Durch eine Overboost-Funktion steigert der Amarok seine Motorleistung für kurze Zeit auf über 270 PS, wenn es gerade nötig ist. Vollständige SUV-Luxusausstattung inklusive Lederlenkrad ist natürlich vorhanden. VW Amarok, ein bewährtes Nutzfahrzeug. Man sieht ihn überall und er ist sehr vielfältig einsetzbar durch seine offene Ladefläche. Und auch, muss man sagen, kann man bei dem definitiv vom Motorrad bis zum kompletten Innenausstattung alles mitnehmen. Man braucht nur eine Plane, damit es nicht nass wird. Renault Kangoo Maxi Z.e, ein kompakter, ruhiger Elektro-Van mit erstaunlicher City-Reichweite von 236 Kilometer. Also derzeit der reichweitenstärkste E-Van überhaupt, ist auch als variabler Fünfsitzer zu haben und hat eine Laderaumlänge von 1,80 Meter und ganz nebenbei 225 Newtonmeter. Ziemlich sprintstark. Renault hat an dieser Stelle schon das Problem erkannt, was viele noch nicht erkannt haben, dass in den Städten mehr Elektrofahrzeuge fahren sollen. Hyundai H350, extrem geräumiger 150 PS starker Transporter, der in Daueraktion deutlich unter 20.000 Euro kostet. Der Transporter wird sogar mit kostenlosen, kompletten Winterrädern ausgeliefert. Der Wagen verfügt über eine qualitativ hochwertige ausgearbeitete Ausstattung, 3 Jahre Vollgarantie ohne Kilometerlimit und 10 Jahre Durchrostgarantie. 3 Jahre volles Vertrauen in das Produkt, dass nichts kaputt wird, sonst zahlen die und 10 Jahre Durchrostschutz schon ziemlich stark von ihnen. Was meint ihr zu dem Transporter? Ich finde für den Preis ein echtes Schnäppchen. Kommen wir zum nächsten Platz, zum Opel Zafira. Opels neuer Komfortvan schlägt den Vorgänger in Fahrdynamik und in der Geräumigkeit deutlich. Ein kompakter Neunsitzer, der kaum mehr Platz verbraucht als die kompakte PKW-Mittelklasse. Der Frontantrieb ist mit intelligentem Grip-System ausgestattet, das die Traktion auf schwierigen Böden elektronisch optimiert. Überraschender Volltreffer von Opel. Mit diesem Auto seid ihr auf jeden Untergrund souverän unterwegs. Und ganz nebenbei, dieses Auto sieht ja mal echt schön aus für einen Transporter. Ziemlich cool gemacht von Opel, gefällt uns sehr gut. Kommen wir zum Klassiker schlechthin, VW Transporter 6.1. Ein berühmter Hochqualitäts-Van mit attraktivem Facelift. Dieser opernballtauglicher Transporter mit neuer elektromechanischer Lenkung, umfassender LED-Technologie, Top-Instrumentierung und hochwertigen sportlichen PKW-Innenraumatmosphäre bietet VW zusätzlich die modernsten Fahrassistenzsysteme am Markt im 6.1 an. Ich glaube, von diesem Nutzfahrzeug träumen sehr viele da draußen. Nicht nur Firmen, sondern auch viele Private sind fasziniert von dem T6. Es ist ein Auto, was die Straßen prägt und was auch die Generation geprägt hat. So viele Generationen, wie es davon schon gibt. Und in der neuesten Fassung sieht er nochmal ordentlich aufgewertet aus. Fiat Talento Sportivo, der GTI unter den Transportern, bis zu 145 PS mit Sportfahrwerk, starken Bremsen, 17 Zoll Leichtmetallfelgen, Spoiler, kaum Seitenneigung und im Kurvenspeed eine harte Nuss für schnelle Kleinwagen. Allerdings ist dieses Auto ein vollwertiger Neunsitzer. Wer braucht von euch einen GTI mit 9 Sitzen? Der sollte sich dieses Fahrzeug unbedingt ansehen und vor allem muss man hier auch sagen, optisch macht das Auto auch echt was her.
So, nun sind wir schon bei den Top 3 und hier starten wir mit Mercedes Sprinter. Ein Transporter wie eine Premium-Limousine. Mit optionalem Frontantrieb und niedriger Ladehöhe. Cockpit schon fast auf E-Klasse-Niveau mit voller Vernetzung. Wer es groß braucht und Luxuskomfort mit 7,6 Meter Ladefläche, Version in extra lang, ist verfügbar. Wenn das Zeug nicht mehr in die E-Klasse reinpasst, warum nicht bei Mercedes bleiben und sich einen Sprinter gönnen? In diesem Sprinter werdet ihr kaum Unterschied merken, denn ganz ehrlich, das Interieur ist fast 1:1 aus der E-Klasse. Ziemlich cool, echtes Luxuslevel. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 2 und das ist der Jeep Gladiator. Die Pickup-Version des neuen Jeep Wranglers mit 1,52 Meter langer Ladefläche, 3 Liter, 246 PS Turbodiesel, extremer Geländegängigkeit und hohem Coolness-Faktor. Zum Beispiel als Cabrio-Version mit herausnehmbaren Türen kommt 2020. Wer den Cabrio-Faktor nicht missen möchte bei seinem Nutzfahrzeug, der sollte sich unbedingt dieses Fahrzeug ansehen und zusätzlich hat man dann noch eine ordentliche Ladefläche plus eine echte Geländegängigkeit. Und mein Platz Nummer 1 ist der Iveco Daily Euro 6 3 Liter Turbodiesel mit 205 PS. Der stärkste Transporter der Welt. 8% Verbrauchseinsparung im Vergleich zur vorherigen Euro 5 Version. Ein Transporter, in den alles reinpasst und man alles mitnehmen kann. Mit diesem Fluchtwagen seid ihr überall gut unterwegs und immer souverän und nebenbei mit ordentlich Power unter der Haube, also da kommt gar nicht so schnell heran. Was meint ihr zu diesem Fahrzeug? Schreibt uns eure Meinung in die Comments. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen, haut rein und pfiat euch!